Du, da bin ich auch schon wieder. Bin ich extra beeilt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die Pause war. Ich glaube, 4 Minuten ungefähr. Oh Gott. Eieiei. Oder das ist Spiel. Habe auch gleichzeitig nochmal was Neues zu trinken geholt. Unsere allerletzte Wasserflasche. Hey. So. Geht sofort weiter. Muss jetzt nur noch mal kurz was wegen Sonntag auch noch klären. Weil ja dann Sonntag wieder ein größerer Stream ist. Beziehungsweise, was heißt größer? Da ist dann Diggi beziehungsweise Kaya ja wieder dabei. Ich bin aber am Überlegen, ob ich am Sonntag vielleicht ein bisschen eher anfange als 19 Uhr. Ich weiß nicht, wie ihr das finden würdet, wenn ich ein bisschen Hasse eher es, wenn anfange. es regnet. Und dass ich dann halt. Ja, gut. Ich kann ja sonst meistens nur noch bis 0 Uhr. Bei ja Montag muss ich ja wieder früh raus. Jetzt können wir das hier machen. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich denn da anfangen würde. Vielleicht 14, 15, 16 Uhr rum. Ja. Wir das auch nochmal geklärt. So, jetzt können wir wenigstens hier endlich die Sachen sammeln. Das werde ich jetzt auch zu Genüge tun. Huch. Hä, warum komme ich denn da jetzt nicht vorbei? Also super, war der Streifen da jetzt nämlich. So. Ich werde jetzt auch gleich mal wieder. Ein bisschen ruhen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob das jetzt wirklich funktioniert. Es funktioniert auf jeden Fall. Wir können jetzt die Sachen einsammeln. Und da freue ich mich sehr darüber, dass es funktioniert. Vielleicht nicht. So. Ich würde sagen, bis dahin. Weil ich nicht weiß, ob wir noch genug Feuersteine haben. Und dann ist zumindest die Zeit nicht so lange. Da hinten sind schon Ertrunkene. Wie viel brauchen wir denn? Fremde in der Nacht. Ich muss die Ertrunkenen töten, die nachts am Flussufer spuken. Okay, das waren zumindest die hier. Ich weiß nicht, ob es hier hinten noch welche gibt. Sonst müssen wir auf jeden Fall mal in die andere Richtung gucken. Da müsste es auf jeden Fall noch welche geben. Stimmt, zum Jägersmann können wir ja auch wieder zurück. Ja.
hängt denn bei uns da dran? Ach, das ist von dem Ertrunkenen. Von dem ertrunkenen Toten. Sind noch mehr? Ja, ihr habt euer Tunner getötet. Okay, das ist die Szene, die ich meinte. Kehrtmänner auf Karen, seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, Essef hat gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haren hat euch nicht erwähnt. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide, aber auch kein Deune-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Harens Waren. Tut mir leid, Einsede. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut. Wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Tut mir leid, ich arbeite für Haren. Ihr müsst eure Hafka-Spezialitäten anderswo finden. Wollt ihr für diese habgierigen Deune sterben? Ihr seid keiner von denen. Spielt keine Rolle. Rührt diese Kisten nicht an. Wir töten erst euch und anschließend Haren. Eine Lektion für alle Verräter. Sparle! So. Jetzt kämpfen wir tatsächlich gegen einen von den Squirtell, der relativ schnell tot ist. Okay, wir brauchen ein bisschen länger. Und du kannst nicht treffen. Ich würde jetzt sagen, Weibchen. Doch, ist eine Frau. Aber sie sah jetzt nicht aus wie eine Frau. Okay, da hinten ist noch einer. Der kann allerdings treffen. Ihr seid witzig! Ihr seid witzig? Ja, nee, eigentlich nicht, aber... Wenn du mich für witzig hältst, okay. Schwert, Überreste. Okay. Hab ich noch? Ja, 2 Feuersterne. Klar, bist du witzig. Echt? So. Dann wieder einmal bis zum Morgen. Bis zum Morgengrauen. Ja, das schlechteste Filme, die es gibt. Und wieder ein neuer Morgen und nichts hat sich geändert. Ich sollte mit der Anspielung auf Gothic aufhören. Vorher war das Spiel wahrscheinlich mal so gar keiner mehr kennt. Hexer! Ja, Mensch! Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer, wer sich mit denen abgibt, endet am Strick.
Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir hatten ein paar Differenzen. Sie sind tot. Ihr habt sie getötet? Bestimmt kommen ihre Freunde wegen der Waren zurück. Wir können ihren Tod den Ertrunkenen in die Schuhe schieben. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen, er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Mein Freund sucht einen Zwerg. Hoag, einen Skoyatel. Ich höre mich mal um. Man lernt nie aus. Pim, wir haben Harens Vertrauen. Das ist sehr gut und wichtig. Wollen wir nur noch das Vertrauen der anderen. Und das könnte jetzt relativ schwierig werden. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon kurz zu ihm zurück können. Deswegen gehe ich jetzt gerade mal diesen Weg. Ein garstiger Ort. Denn dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg steinig und schwer. So. So, Teilchen, Herr Geistlicher. Sprech. Okay, nee. Adieu. Hat uns tatsächlich nichts weiter zu sagen dahingehend. Dann können wir also auch wieder zurückgehen. Jo. Eventuell. Wirklich nur eventuell. Werde ich vielleicht auch bald das Spiel wechseln. Bin mir noch nicht ganz sicher. Die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, das ist sehr schön. Die Mäuse und Ratten fliehen vor uns. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. So, hier können wir wieder ein bisschen was einsammeln. Hier ist schon wieder nachgewachsen, Gott sei Dank. So einen kleinen Vorrat davon anlegen, das kann nicht schaden. Achso, das hatten wir gerade. Ist immer noch bewundernswert, dass man durch diese Pflanzen nicht durchgehen kann. Die Pflanzen sind so steinhart, man kann einfach nicht durch sie hindurchgehen. Das geht einfach nicht. Das ist nicht machbar. So, dann versuchen wir jetzt noch einmal mit Miku zu reden. Wobei ich glaube, ihn kann man erst überzeugen, wenn wir die Gule getötet haben. Ich bin müde. Weiß der Geist? Natürlich. Ich glaube. Echt das? Vom Geistlichen. Gut. Okay. Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer.
Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Okay. Nun muss ich die Ghule in der Gruft töten. Gut, das heißt, wir müssen jetzt langsam den Trank Katze herstellen. Ich muss jetzt gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Formen Katze. Rebus Quebrit. Okay. Rebus und Quebrit. Dann schauen wir doch mal. Quebrit haben wir auf jeden Fall. Rebus haben wir auch. Okay, wir können Katze herstellen. Wir brauchen... Okay. Wir brauchen nur noch ein Feuerchen. Feuerchen. Katze. Aber mischen. So, jetzt bitte einmal bis zur Dämmerung. Achso, okay. Gut, denn wir haben aber keine... Doch, ein Feuerstein haben wir danach noch. Das ist sehr gut. Den müssen wir uns auch aufbewahren. So, Schildkraut nehmen wir mal mit. Weiße Myrte nehmen wir hier auch mal mit. Nieswurz. Und dann können wir uns jetzt wirklich mal Richtung Gruft aufmachen. Wir müssen uns nur beeilen, weil ich ja nicht so viel... Aber ich habe hier nur einen Trank für, von der Katze. Warum bin ich eigentlich... Na egal. Man hätte auch tagsüber, glaube ich, in die Gruft gekonnt. Aber nachts kriegen wir dann wenigstens nochmal... Erfahrungspunkte. Da hinten ist auch schon die Gruft. Belisa. Okay. Vibriert jetzt auch noch mit dabei. Oder haben wir einfach keinen Alkohol mehr dafür? Nee, stimmt, wir haben einfach keinen starken Alkohol mehr dafür. Doch, da. Warum hat es denn dann eben nicht geklappt? Wir gucken einfach nochmal. Ob wir jetzt hier nochmal was haben. Ja, okay, eine. Eine Katze können wir noch aufstellen. Und Schwalbe können wir noch aufstellen. Und Weidkopf können wir noch aufstellen. So. Mit zwei Katzen kann es funktionieren. So. Mist, ich kann gerade gar nicht speichern. Na gut, ja, logisch, bin ja auch im Kampf. Mal bitte aus dem Kopf raus. Danke. Einmal speichern. Ich speichere viel zu wenig, aber ich habe manchmal das Gefühl. So, jetzt haben wir hier in die Gruft rein.
Es scheint, als sei die Frau am Inhalt dieser Flasche gestorben. Die Ghule sind wegen ihrer Leiche hier. Okay. Tipp: In dunklen Bereichen wie Höhlen und Gewölben solltet ihr den Trank Katze zurücknehmen oder eine Fackel anzünden, um die Sicht zu verbessern. Ich bevorzuge den Trank Katze. So, okay. Okay, hier brauchen wir den starken Kampfstil. Der ist hier deutlich sinnvoller. Oder auch den Gruppenkampfstil. Nochmal. Okay. Der Kreis ist zwar noch um ihn, aber er scheint tot zu sein. Okay, Ghoulblut können wir aber jetzt doch schon aufnehmen. Ach, okay, ja, stimmt. Wir haben ja das Ding gelernt, dass wir nicht immer alle Bücher lesen müssen. Von manchen Büchersen. Ort der Macht. Alle Tor bitte durchführen. So, hier lohnt sich der Gruppenkampf hier auf jeden Fall. Und wir sollten einmal Salbe trinken. Und einmal. Okay. Machen wir das erstmal so. Oh Gott. Ich hoffe, ich habe gerade gespeichert. Das war aber knapp. Das war aber sehr knapp. So. Dann machen wir es mal so. Aber kurz speichern. Speicherli, Speicherli. Preis des inneren Feuers. Ihr habt das Igni-Zeichen erlernt. Das Igni-Zeichen kann verwendet werden, um Gegnern Schaden zuzufügen und Feuer zu entzünden. Wählt ein Zeichen an der linken Bildschirmseite. Rechtsklick auf das Ziel, um den Zauber zu wirken. So, damit können wir jetzt auch tatsächlich Feuer anzünden. Das heißt, wir sind nicht mehr nur auf Feuersteine angewiesen. Klar sind sie auch wichtig noch, aber wir schaffen es jetzt tatsächlich auch, wenn wir nur Igni haben. So. Kommen wir jetzt hier einmal wieder raus. Das ist gut, dass jetzt hier noch ein Kampf kommt. Und vielleicht steigen wir ja noch auf. Nee, schade. Okay, ich mache das aber so lange, bis wir jetzt aufsteigen. Hier kommen ja zwei Lagerfeuer hintereinander. Ja,
Talente erworben. So. Wenn der Mund aufgeht. Was ich jetzt halt mal probieren möchte. Aber eigentlich. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Möglich jetzt gerade Öl herzustellen. Okay, Ausdauer. Für den Patient eines Mutter geht. Ja gut. Und das möchte ich einmal. Dann einmal mehr Schaden. Und bei Stärke. Vitalitätsregeneration. Das wäre ganz gut. So. Dieser Moment, wenn man auf Herr der Ringe online Lust hat, aber es nicht spielen kann, weil man es jetzt zweit spielt. Na gut, jetzt muss ich gerade selber überlegen. Sonntag geht's ja weiter damit. Wobei, wie gesagt, Sonntag fange ich eventuell auch eher an. Dann hat man noch mal ein bisschen Zeit für Witcher. Wer ist das denn? Wobei ich, wie gesagt, auch gleich vielleicht eventuell das Spiel wechsel. Ich weiß noch nicht zu was. Wobei gut, doch. Einmal hätte ich ja noch das Wimmelbildspiel. Und Dead by Daylight würde ich ja gerne nochmal machen. Ich habe die Myrteblüten gesammelt. Ausgezeichnet. Jetzt zur Zubereitung des Trankes. Wie wird er gemacht? Ihr seid also an Hexengeheimnissen interessiert? Ich gebe euch das Rezept, wenn ihr schwört, dass ihr es mit ins Grab nehmt. Ich schwöre es. Kommt näher und hört mir zu. Mischt 2 Unzen Kadaverin mit den Myrteblüten, sprecht euren Namen rückwärts und dreht euch 3-mal nach links, spuckt in das Feuer und rührt den Trank wieder um. Kompliziert. Ich wusste, dass Hexenmagie die Auffassungsgabe eines Mannes übersteigt. Gebt mir einen Moment, um das hier zu Ende zu bringen. Wir sehen uns. Okay, Alvin, ich werde auch ein Hexer. Bitte nach einer Weile wieder zurückkommen, okay. So. Dann werden wir jetzt erstmal den einen Auftrag abgeben. Das werde ich zumindest mal machen. Und da nochmal gucken. Hallo. Also manchmal ist das Spiel echt komisch. Man drückt auf W und er läuft nicht. Naja. Schreiben wir hier noch ein paar Zauben. Nerven eh nur. Okay, hier kann ich nichts sammeln. Auch nicht. Was ist denn jetzt nicht mehr? Naja. Gut, was ist denn da vorne los? Das bedeutet für mich wieder speichern. Lasst mich! Meine Werkstatt würde ich nicht für alle Schätze der Welt aufgeben. Oh doch, ihr werdet sie aufgeben, Alterchen. Sonst... Sonst was? Ein Hexer. Tötet ihn. Wohl kaum. Ach, den kennen wir doch. Ihr gehört uns, Hexer. Ihr hättet die Salamandra in Ruhe lassen sollen. Diese Brücke wird euer Grab. Ich glaube nicht. Ich
Ja, okay. Habt Dank, Hexer. Ihr habt mich gerettet. Und mein Labor, meine Destillierkolben, meine Schätze. Jederzeit. Mhm. Ich weiß nur zu gut, worauf sie aus sind. Um die gestohlenen Geheimnisse zu nutzen, brauchen sie Ausrüstung. Sonst sind die Mutagene der Hexer nutzlos. Fast hätten sie Kalkstein gehabt und seine Schätze. Fast hätten sie in Kaer Morhen Erfolg gehabt. Fast macht einen großen Unterschied. In dem Fall ja. Wäre ich bei Wesemir und dem Furchtbringer geblieben, wäre ich heute vielleicht einer anderen Bedrohung begegnet. Sie kamen wegen mir. Ich habe vor einiger Zeit eine gewisse Entscheidung getroffen. Wenn ihr gewusst hättet, wie es ausgeht, hättet ihr anders gehandelt? Nein. 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 Ich glaube nicht. Es war die richtige Entscheidung. Und ich werde mich den Konsequenzen stellen. Das überrascht mich nicht. Ihr seht aus, als würdet ihr nie zurückblicken. Besucht mein Geschäft in Visima, wenn ihr Zutaten für eure Tränke braucht. Ihr bekommt Rabatt. Lebt wohl. Nie ist nicht ganz richtig, also... Diese Sagen wir so, mittlerweile bedauere ich... nicht helfen sollen. Diese Entscheidung nicht mehr. Der kommt wieder und will reden. Das mache ich mir keine Was Gedanken fasert mehr, ihr da? Der alte Mann redet und redet. Davon kriege ich Kopfschmerzen. No. Nächstes Mal steinige ich ihn. Das möchte ich euch nicht raten. Er ist ein mächtiger Alchemist. Der Hauptmann sagte, lasst nur die mit Pässen durch. Ich weiß, ich weiß. Morgen schicken die mich zum Mühlentor. Dann stehe ich da. Wenn ihr einen Pass habt, dann schaut mal vorbei. Ja, ich möchte aber erstmal kurz mit Kalkstein hier reden. Ich darf nicht hinein? Bestimmt hat der Erfinderclub von Ochsenfurt sie bestochen. Was führt euch hierher? Man sagt, ihr braucht Ghoulblut. Oh, habt ihr welches? Ja, haben wir. Ganz ruhig. Erst die Bezahlung. Ich brauche das Blut für meine Forschungen. Ich habe die Belohnung für das Ghoulblut erhalten. Okay, das haben wir erhalten. Jetzt sind wir cool. Aha. Die Ghule in der Gruft sind erledigt. Tausend Dank. Hier ist ein Monatslohn. Ha, die Jungs werden überglücklich sein. Die wollten in der Gruft nach Schätzen suchen. Eine der Wände einreißen. Ich fand den Leichnam einer jungen Frau im Inneren. Die Ghule wollten sie holen. Junge Frau? Nein. Das darf nicht wahr sein. Meine Ilsa? Ich liebte sie so sehr. Ihren Namen kenne ich nicht. Anscheinend hat sie sich vergiftet. Nein, nein, nein! Das war diese abscheuliche Hexe! Diese Teufelsnutte hat meine Ilsa vergiftet! Nein! Euer Verlust tut mir leid. Aber ich muss jetzt alles über die Salamandra wissen. Die haben Pässe, oh ja. Lasst mich in Ruhe. Ihr habt den bösen Blick, ihr bringt schlechte Kunde. Aber ich helfe mir für dich den Arsch auf. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu sagen, dass ich diese Ghule erledigt habe. Lebt wohl. Gut. Hätten wir das auch schon mal. Hier sammeln wir noch mal kurz die Sachen auf. Und dann werde ich jetzt mal kurz das Spiel wechseln.